Ich wollte das nämlich erst am Ende verraten, dass die Methode Asterix die Lösung ist. Ah, okay. Aber egal. Jetzt wollte ich zunächst mal fragen, wer noch nicht Mitglied ist, damit ich den Wissensstand... sehr viele, sehr gut. Je mehr nicht Mitglied sind, desto mehr können nachher noch Mitglied werden, deswegen ist es optimal. Dann ist es ganz gut, ich habe nämlich einen Vortrag vorbereitet, der unsere wichtigsten Kernpunkte zusammenfasst und auch erklärt. Insofern ist es ja ganz gut, dass ich nochmal die Basics präsentiere. Okay. Und zwar geht es generell um Mythen in Wirtschaft und Politik. Wir haben das Problem, darum geht es ja auch in meinem Buch, dass die Massenmedien hauptsächlich Propaganda verbreiten und nicht die Wahrheit transportieren. Und mit einigen Mythen will ich hier heute mal aufräumen. Und deswegen würde ich dich bitten, Silke, immer schon eine Folie vorwegzunehmen. So, das wichtigste Thema ist eigentlich unser Geldsystem. Irgendwie ist es nicht optimal, oder? Weiter weg. Hört man mich jetzt überhaupt noch? Aber ja. Jetzt geht's, okay. Das hat Ludwig von Mises gesagt vor etwa 100 Jahren. Es gibt keinen Weg, den finalen Kollaps eines Booms durch Kreditexpansion zu vermeiden. Die Frage ist nur, ob die Krise früher durch freiwillige Aufgabe der Kreditexpansion kommen soll oder später zusammen mit einer finalen und totalen Katastrophe des Währungssystems kommen soll. Ich werde das gleich noch näher erläutern, aber das ist leider wahr. Das, was wir jetzt sehen, das sind die letzten Züge eines Papiergeldsystems, das zusammenbrechen wird. Und man könnte sich entweder entscheiden, früher das System aufzugeben, nämlich jetzt schon, oder darauf warten, dass es zusammenbricht. Wir sehen, dass wir im Moment darauf warten, dass es zusammenbricht. Wir haben ein Rettungspaket beschlossen, über 750 Milliarden für alle anderen EU-Länder. Natürlich können wir das nie bezahlen. Das heißt, wir haben uns schon entschieden, dass wir dieses System nicht freiwillig aufgeben werden, sondern warten, bis es kollabiert. Warum es kollabieren muss, das erkläre ich gleich. Das Hauptproblem, mit dem wir uns konfrontiert sehen, ist eigentlich die ständige Geldentwertung. Ja? Und um zu kapieren, was da eigentlich vor sich geht bei der Geldentwertung, erkläre ich jetzt mal grundsätzlich das Wesen des Geldes. Im Prinzip reicht jede Menge Geld aus, um alle Geschäfte auf der Welt abwickeln zu können. Also wir werden später dazu kommen, dass sich die meisten Leute wahrscheinlich auf Gold einigen werden in Zukunft. Und da kommt dann oft die Frage, ja, wie geht denn das, wir haben ja gar nicht genug Gold. Und ich will jetzt mal erklären, dass es völlig egal ist, wie viel Gold wir haben. Jede Geldmenge reicht aus, um alle Geschäfte abzuwickeln. Genau, ein Beispiel. Also wir haben ja eine Wirtschaft, in der 100 Wareneinheiten gehandelt werden und wir haben gleichzeitig eine Geldmenge von 100 Einheiten. Das heißt, 100 Wareneinheiten entsprechen 100 Geldeinheiten. Im Schnitt kann also mit einer Geldeinheit, also 1 Euro zum Beispiel, eine Ware gekauft werden. Die Menge der gehandelten Waren wird jetzt von 100 auf 200 Einheiten erhöht. Die Geldmenge beträgt weiterhin 100 Einheiten. Was passiert dann? Mit einer Geldeinheit können jetzt 2 Wareneinheiten gekauft werden. Das heißt, es ist völlig egal, wie viel Gold ich zur Verfügung habe, meinetwegen 1 Kilogramm oder 100 Kilogramm. Der Wert des Goldes erhöht sich einfach entsprechend, wenn ich mehr Waren handle. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass nie genug Geld da ist. Es ist immer genug Geld da. Der Wert des Geldes bestimmt sich einfach danach, was ich gegen diesen Wert eintauschen kann. Nur das Tauschverhältnis von Geld und Waren ändert sich dann, je nachdem wie viel, und dazu kommen wir jetzt, wie viel Geld gedruckt wird. So, sobald ich versuche, in diesen Zusammenhang einzugreifen, also die Geldmenge zu steuern, kriege ich massive Probleme, dann verändere ich und verzerre die Tauschverhältnisse. Also, wenn wir davon ausgehen, ich habe 100 Geldeinheiten, 100 Wareneinheiten, dann bleibt alles so und nur die relativen Tauschverhältnisse ändern sich. Wenn ich plötzlich von Staats wegen die Geldmenge verdopple, dann verzerren sich die Preise. Das heißt, dass man den Warenwert dann nicht mehr erkennen wird, aber das erkläre ich später noch genauer. Was passiert jetzt also, wenn der Staat, ich erkläre später genau, wie es genau funktioniert, aber was passiert, wenn der Staat mehr Geld druckt, als Waren da sind, dann kommt es zur Inflation. Ja, die Waren werden immer teurer. Ich habe für mein Buch mal eine Umfrage gemacht, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, mache ich bei anderen Vorträgen aber oft, warum die Leute glauben, dass alles teurer wird. Die meisten denken irgendwie, die Unternehmen erhöhen halt die Preise. Ja. Aber der Grund ist ganz einfach, wenn ich mehr Geld drucke als Waren, dann steigen die Preise. Das ist ein ganz simpler Zusammenhang, der aber so in der Schule nicht gelehrt wird und in den Medien relativ selten auch thematisiert wird. Und wenn die Geldproduktion kleiner ist als die Warenproduktion, kommt es zur Deflation.
So. Wenn ich also versuche, das übereinander zu bringen, also genauso viel Geld zu produzieren wie Waren, da müsste ja irgendjemand im Vorhinein wissen, wie viel Waren produziert werden. Das weiß aber niemand. Also kann ich eine Geldmenge nicht zentral steuern. In unserem System, und wir haben ein Zentralbankensystem, versucht die Zentralbank zentral zu steuern, wie viel Geld sie auf den Markt wirft. Und das geht nicht, weil die zentrale Stelle gar nicht wissen kann, es gibt Millionen von Unternehmen, Millionen von Verbrauchern, kein Mensch kann voraussagen, wie die sich verhalten werden. Die Zentralbank versucht es aber, das kann eben nicht gut gehen. Ah ja, also jetzt wird es kompliziert, aber interessant. Nämlich wie die Geldschöpfung aus dem Nichts funktioniert. Also unser Geld wird im Prinzip aus dem Nichts geschöpft und ich habe da in meinem Buch ein Beispiel, da ist gar keine Grafik dabei, wir haben es jetzt mal als Grafik umgesetzt, damit die Leute, damit sie verstehen, wie die Geldschöpfung aus dem Nichts eigentlich funktioniert. Also wir haben hier einen Anleger, der bringt 100 Euro auf die Bank. Dann muss die Bank davon, das heißt Mindestreserve, 10 Euro zur Zentralbank geben. Das ist die Mindestreserve und die restlichen 90 Euro kann die Bank weiterverleihen. Das macht sie in diesem Beispiel, sie verleihen 90 Euro an irgendeinen Kreditnehmer, sagen wir mal ein Unternehmen weiter. Dieser Unternehmer kauft sich bei seinen Lieferanten, Vorlieferanten, für 90 Euro Waren ein. Also er gibt ihm diese 90 Euro, überweist sie beispielsweise und kriegt zurück 90 Wareneinheiten. So, was passiert jetzt, wenn der pleite geht, wenn der Kreditnehmer pleite geht, also der Unternehmer? Dann verschwindet der Wert, also diese Wareneinheiten verschwinden bei ihm sozusagen, weil er hat zum Beispiel Stahl eingekauft, womit er Autos gebaut hat, aber er kriegt die Autos nicht los, weil sie schlecht sind, weil sie nicht fahren zum Beispiel. So, dann verschwindet eigentlich auch dieser Wert auf der Bank. Ja? Also der Kreditnehmer kann das nicht mehr zurückzahlen an die Bank, der Unternehmer, weil er pleite ist. Und die Bank kriegt das Geld nicht wieder. Aber am Ende hat der Lieferant auf seinem Konto 90 Euro, weil die hat er überwiesen bekommen. Und der Anleger hat immer noch die 100 Euro auf der Bank, als auf dem Konto liegen. Also einen Anspruch auf Auszahlung. Das heißt, nach diesem ganzen Prozess sind plötzlich 190 Euro im Geldkreislauf. Das grenzt an Zauberei und das ist einfach die Geldschöpfung aus dem Nichts. Und durch diesen Prozess, der findet tausendmal, millionenmal am Tag statt, wird immer mehr Geld aus dem Nichts kreiert, obwohl gar keine Waren produziert werden, die irgendjemand kauft. Und dadurch kommt es zur Inflation. Bei uns wird diese Inflation nur abgebildet durch die Globalisierung, die immer als böse angesehen wird, aber hätten wir keine Globalisierung, könnten wir uns längst schon alles, was wir hier sehen, könnten wir uns gar nicht mehr leisten, weil das in den Ländern so billig hergestellt wird, dass wir tatsächlich noch einen gewissen technischen Fortschritt haben, von dem wir profitieren. In Wirklichkeit wäre inzwischen alles schon so teuer durch die Inflation, dass wir alle pleite wären. Also selbst ein Facharbeiter oder so, der wäre längst pleite, wenn es diese Globalisierung nicht gäbe. So, wie würde das funktionieren ohne Zentralbank, also das, was wir wollen?